Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Formel 1 2018. Ja, heute in Österreich, einer meiner weiteren Lieblingsstrecken neben Kanada, wobei ich hoffe, dass es hier besser läuft. Ja, insgesamt neunter Lauf hier und wir gucken mal, welchen Platz wir erreichen konnten oder in der Gesamtwertung wir erreicht haben. Ja, es sieht ja relativ gut aus. Wir konnten Daniel Ricciardo überholen. Hülkenberg immer noch der gleiche Platz. Und in der Teamwertung sieht es wie folgt aus. Ja, Best of the Rest hier mein Ziel. Und von der Gesamtwertung oder von der Fahrerwertung, denke ich mal, sieht es auch ganz gut aus. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, es gibt ich will ein bisschen was verändern. Ich habe mir überlegt, bisschen weniger Intro und Pipapo, dass ihr mehr vom Rennen seht, dass die Videos dann vielleicht auch insgesamt nicht ganz so lang sind. Ich versuche ja immer so um die 20 Minuten zu halten und ja, mal sehen, wie es so bei euch ankommt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo, selbstverständlich. So, und jetzt konzentrieren wir uns, während wir hier in der Outlap sind. So, alles auf Max eingestellt. Denke mal, Reifentemperaturen relativ in Ordnung. Und ab geht die Post. Hier kommen wir schon eigentlich fast jede Kurve, die ein bisschen, wo man ein bisschen mehr bremsen muss, ist relativ schwierig zu nehmen. Hier war eine kurze Bergaufpassage. Komme ich auch etwas weiter raus. Hier genauso. Hier geht es auch noch einen Ticken steiler bergauf, bin ich der Meinung, oder zumindest länger. Und wir sehen auch, ich bin aktuell Platz 1 und wir können uns auch aktuell verbessern. Gute 2 Zehntel ungefähr. Ja, hier die Kurve auch sehr schwer für mich. Kommt man auch schnell zum Bremsplatten, bei mir zumindest. Hier läuft es relativ flüssig. Muss ich aufpassen, nicht zu viel Gas, dass wir nicht nach außen gedrückt werden. Und glatt 1 Zehntel Verbesserung. So, hier können wir auch fast ohne zu bremsen, kommen wir durch, ein bisschen weit raus. Aber trotzdem sieht es gut aus, gute 4 Zehntel. Und wir sind Platz 1, Leute. Okay, großartige Leistung, wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. So, Leute, da sind wir auch. Großer Preis von Österreich, Runde 9. Und das ist auch eine Neuerung. Diesmal kommentiere ich ein bisschen und nicht Heiko Wasser und wie auch immer der heißt. Es sind 22 Grad, leicht bewölkt, optimale Bedingungen. Bisher noch keinen Regen gehabt. Auf Holz klopfen. Ja, können wir gut in das Rennen starten, auf jeden Fall. So, wir sind in Spielberg, Österreich, die Strecke 4,3 Kilometer lang, 10 Kurven, 2 DRS-Zonen, 3 DRS-Zonen, Entschuldigung, das ist nach der alten Regel, ziemliche Berg- und Talfahrt, wie schon erwähnt, wie immer auch 3 Sektoren und ich denke mal, wir gehen jetzt mal zur Aufstellung. Ja, und die Aufstellung sieht wie folgt aus. Wir sind Platz 1 hinter Vettel, oder hinter uns ist Vettel. Platz 2 Bottas, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton ziemlich weit hinten, Kimi, Magnussen, Grosjean, Leclerc, Alonso, Ocon, Stoffel van Dorn, Hartley, Ericsson, Gasly, Stroll und ganz hinten Sirotkin und Perez. Ja, das ist ja komisch, Perez ziemlich weit hinten. Mal sehen, was passiert und auf geht's. So, großer Preis von Österreich kann starten. Und die Ampeln sind aus.
Start war mittelmäßig, aber wir können vorne bleiben. Wir sehen Vettel im Rückspiegel. Oder haben ihn gesehen. War ziemlich enge Kiste, aber konnten uns unseren Platz behalten. Und hier ein kleiner Verbremser. Jetzt heißt es Zeit rausfahren. Wir müssen insgesamt eine Sekunde Vorsprung haben, damit wir aus dem DRS-Fenster raus sind. Abstand relativ groß. Oh, und hier ein Verbremser. Jetzt wird er uns näher kommen. Insgesamt 0,5 Sekunden. Dahinter dann Verstappen, danach Daniel Ricciardo, danach Hülkenberg. Das war ein starker Start. Ja, das denke ich auch. Und dahinter die Mercedes. So, absolute Bestzeit, ist klar. 1:13,3. Und Vettel immer noch 0,5 Sekunden hinter uns. Oh, da wollte er, oder hat er, kam er uns ein bisschen näher. Jetzt müssen wir mal sehen. Zweiter Sektor ist eigentlich immer mein besserer. Bis auf die Kurve hier. Wenn ich sie gerade nicht so gut meistere, aber das hat relativ gut geklappt, denke ich. Ja, 0,7 Sekunden. Und relativ große Lücke zu den Red Bull, Daniel Ricciardo und Hülkenberg. Oh, und hier die Kurve sehr schlecht genommen, bisschen zu früh gelenkt. Das hat Haufen Zeit gekostet. Ja, das sehen wir auch. 0, Vettel ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Jetzt ist auch DRS aktiviert und 0,4 Sekunden hinter uns. Vettel. Oh, für Hülkenberg sieht es auch nicht gut aus. Wenn wir mal gucken, er wird von dem Mercedes überholt und der Mercedes ist vorbei. Oder doch nicht? Abstand relativ groß, aber Vettel pusht, das sehen wir. Oh, und hier auch starker Verbremser. Und die Red Bull liefern sich auch im Kampf. Wir haben eine zunehmende Abnutzung am MGUK. Wir müssen das fette Gemisch vermeiden, damit wir damit klarkommen. Ja, die Red Bull liefern sich auch im Kampf. Ricciardo und Max Verstappen. Abstand konnten wir wieder ausbauen. Hülkenberg auch sehr stark unter Druck, wie wir sehen auf der Karte. Mal gucken, wie lange wir die Pace noch halten können. Versuch ja, die Sekunde rauszufahren. Mal sehen. Absolute Bestzeit. 1:2. Ja, wir sind erstmal raus. Ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit. Oh, wir sind zu weit raus hier. Und Nico Hülkenberg wurde wieder kassiert von dem Mercedes. Piloten. Eieiei. Zumindest aus dem DRS-Fenster raus. Und langsam müssen wir ERS sparen. Der zweite Sektor, da ist es gut möglich. Und Vettel lässt nach, beziehungsweise Ricciardo schließt auf zu Vettel. Vielleicht hat er auch technische Probleme, weil er ziemlich langsam ist. 2 Sekunden mittlerweile, 13 konnte man in einem Sektor aufholen. Nicht aufholen, sondern Abstand gewinnen. Oh ja, und der Red Bull ist dran. Beide sogar. Und die liefern sich einen Kampf. Jetzt ist Ricciardo vorne. Jetzt wieder Vettel, hat er die bessere Innenbahn, die bessere Linie gehabt. Aktuell noch vorne.
vor Daniel Ricciardo und Hülkenberg, ja, sieht nicht ganz so gut aus. So, mal sehen, ob der Red Bull dem Ferrari kassieren kann. Nee, ein interner Kampf wieder zwischen den beiden. Verstappen jetzt vorne. Ja, aktuell nicht ganz so viel bei mir los hier. Relativ entspannt fahre ich in meine Runden. Mal sehen, wie jetzt der Abstand ist. Ja, 2-3. Ich glaube, konnte ein bisschen aufholen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber wir fahren noch ein bisschen ruhiger, beziehungsweise mussten ERS ein bisschen aufladen. Und jetzt haben wir ERS auf Maximum. Die liefern sich wieder einen Kampf da hinten. Jetzt ist Verstappen vorne. Vor dem Ferrari, vor Vettel. Kann Vettel jetzt nochmal attackieren? Nein, Verstappen vorne. Mal sehen, wie viel dann jetzt mit in die Box kommen. So, auf geht's in die Box, Leute. Ich hoffe, dass alles gut geht. Los, raus mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Jetzt sind wir hier mittendrin im Zweikampf zwischen Perez und Gasly. Wir mussten uns hier dazwischen quetschen, ging zum Glück alles gut. Mal sehen, ob wir Perez uns schnappen können. Das Gute ist ja, dass in der Box keiner von hinten, hinteren Position mit reingekommen sind, sodass wir nicht aufgehalten wurden. Mal sehen jetzt mit DRS, ob wir vorbeikommen. Nein, immer noch nicht. Oder? Nee, wir sind zu weit raus. Jetzt müssen wir aufpassen, dass Gasly uns nicht schnappt. Nein, zu weit weg, zum Glück. Jetzt hält er uns hier ein bisschen auf, der gute Perez. Aber hat auf jeden Fall gute Positionen einholen können. War ja ziemlich weit hinten. Nico ist an die Box gefahren. Nico ist jetzt an der Box. Ja, und Perez fährt nicht an die Box. Jetzt müssen wir ihn aber kassieren. Nochmal ein bisschen Windschatten hier. Und wir gehen außen. Die bessere Linie für uns. Das wird knapp. Oh, oh, oh. Ich bin der Meinung, ich habe Abstand gelassen. Natürlich jetzt zum Nachteil. Perez musste ein bisschen bremsen. Und Gasly hatten sich jetzt geschnappt. Tut mir natürlich sehr leid für Perez, aber was sollte ich machen? Ja, bald nicht mehr. Er muss ja auch noch in die Box. Und wir sehen den Red Bull im etwas dunkleren Blau. Ist jetzt mittendrin im Verkehr zwischen Hartl und Gasly. Gasly und Perez. So. Das ist gut für uns. Können wir mehr Abstand gewinnen. Zu Verstappen. So, wieder ein paar Leute in der Box. Platz 2 vor uns Ocon. Ocon geht nicht in die Box. Das heißt, ein bisschen wird er uns jetzt aufhalten. Vielleicht könnte man in der zweiten DRS-Zone, werden wir wahrscheinlich drin sein. Ja, wir sind drin. Wir können DRS den Flügel öffnen. Aber ich glaube, wir sind noch zu weit weg. Zum Glück hinter uns Verstappen, relativ große Lücke, er wurde ja auch aufgehalten von Perez und Gasly. So, jetzt müssten wir ihn auf jeden Fall überholen, wir haben ja die besseren Reifen und DRS und wir sind vorbei, super, sehr schön. Ey, trotzdem ein Verbremser hier, aber Ocon kommt nicht ran. So, mal sehen, was der Abstand sagt zu Verstappen. 4,9 Sekunden, das ist sehr schön. Dann wird er uns, denke ich mal, nicht gefährlich. So viele Runden sind es ja nicht mehr. Und Ocon geht jetzt auch in die Box.
Ja, Leute, es war leider nicht ganz so spannend. Wir sind ja immer noch auf Platz 1, wie ihr seht, und in der vorletzten Runde. Es ist auch an sich nicht ganz so viel passiert, außer dass unser Teamkollege Nico Hülkenberg aus dem Rennen ist. Hier sehen wir es. Da steht da hier links. Wundert mich, dass kein Safety Car rauskommt. Steht ein bisschen ungünstig, aber egal, wir sind in der letzten Runde und Platz 1 hinter uns. Wie gehabt noch Verstappen mit 5,8 Sekunden und Bottas mit 7,2 Sekunden. Ja, was für ein Rennen. Ich hoffe, das neue Format, bisschen anderes Format, hat sich ja nicht so viel geändert. Gefällt euch? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr gerne ein Like da lassen und natürlich ein Abo. Und hier großer Preis von Österreich. Gelungen 25 Punkte. Und die letzten zwei Kurven hier. Und das Ding haben wir gerockt. Platz 1, Leute. Yay! Yeah. Mega geil. Ja, und hier sehen wir die Gesamtwertung. Wir sind Platz 1, Verstappen und Bottas 2 und 3. Daniel Ricciardo, Vettel relativ weit hinten. Der hatte auch technische Probleme oder ist sogar raus, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ansonsten ein mega gutes Rennen, was ich hier absolvieren konnte. So, und in der Gesamtwertung immer noch Platz 6 vor Daniel Ricciardo. Und Verstappen ist noch vor uns, könnten wir vielleicht sogar im Laufe der Saison noch einholen. Und Nico Hülkenberg Platz 8 und in der Gesamtwertung Platz 4. Ja, sieht doch gut aus, denke ich mal. Und wir sehen uns wieder beim großen Preis von Großbritannien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Rennen. Großer Preis von Großbritannien. Also Leute, bis dahin. Ciao.